Guten Morgen. wir gehen jetzt Football gucken in irgendeine Sportbar. Ich freue mich sehr drauf und die anderen kommen mit. Da ist jemand richtig aufgeregt. Überhaupt nicht, ich freue mich. Morgen. Guten Morgen. Wir sind wieder mobil. Wir haben ein Auto zur Verfügung gestellt bekommen. Die Damaris hat uns ihr Auto gegeben. Und mit dem können wir jetzt einkaufen fahren. Ja, und zum Autoladen. Wir haben ja in Oslo ein Ersatzteil für unser Zelt gekauft, aber haben in der Domrep dann gemerkt, dass es doch das falsche Teil war. Und jetzt fahren wir nochmal zu einem größeren Outdoor-Laden und wollen nochmal gucken, ob die da vielleicht das richtige Teil haben. Das ist mein Riesen-Outdoor-Laden. So wie in Amerika alles sehr groß. Leider konnten wir uns nicht helfen. Die hatten das Zelt nicht da und auch keine Zeltstange. Aber wir fahren heute nach Olympia und da schauen wir dann nochmal in einem anderen Laden. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Ja, hier, das war eher so ein Jagdladen. Sagen wir, Jagd und Fischen und sogar ein Aquarium in dem Laden. Wir sind in Olympia, der Hauptstadt von Washington State. Wirkt aber nicht wie die Hauptstadt, zumindest was wir jetzt gerade gesehen haben. Viel, viel kleiner als Seattle. Ja, aber sehr schnuckelig. Wir gucken uns mal an. Morgen! Guten Morgen! Wir machen heute eine Wanderung. Ein Hike. Jo, ein Hike. Einen sehr langen Hike, scheinbar. Wir fahren da jetzt erstmal 2 Stunden hin zu so einem Berg. Wir hoffen, dass das Wetter hält und dann wird mal richtig einer weggehiked heute. Genau. Wir sind angekommen im Mount Rainier National Park. Es ist richtig, richtig schön hier. Indian Summer Vibes überall. Es liegt Schnee teilweise. Wir haben richtig Bock. Wir waren nicht darauf vorbereitet, dass es so kalt ist. Es ist recht kalt jetzt, aber das geht schon. Ja. Wir wandern jetzt hier so 4-5 Stunden einmal so ein Trail lang. Viel Spaß! Das ist richtig crazy. Vor einer Woche 40 Grad Hitze, Schweiß und jetzt 0 Grad Schnee und Gletscher. Das ist schon richtig, richtig verrückt. Ja. Kalt.
richtig guter Schnee für einen Schneeball. Ja, richtig schön klebrig. Hier. Zum Essen. Lecker, sehr gut. Hier wären jetzt auch so Wanderstöcke nicht schlecht. Das ist super rutschig hier, muss echt aufpassen. Geht schon auch steil runter, dass man hier an der Seite nicht runterrutscht. Ich glaube, wir sind oben angekommen. Es ist saukalt. Ja. Aber wir haben es hoffentlich jetzt geschafft und es geht weiter wieder runter und wird wärmer. Hier hat es ziemlich zugezogen. Hier ist sehr nebelig. Es hat angefangen zu schneien, hageln, regnen, wie auch immer. Man sieht fast nichts mehr. Wir stolpern hier einfach immer den Pfad weiter und hoffen, dass es besser wird. Wir sind im Schneesturm angekommen. Jetzt müssen wir nur hier wieder rausfinden. Hier ist kein Mensch mehr. So, da drüben ist unser erster Bär. Sehr, 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 sehr klein auf der GoPro, aber vielleicht sieht man es ziemlich weit unten. Kleiner schwarzer Punkt da in dem roten Feld. Vielleicht so 200, 300 Meter von uns weg. Wir haben es geschafft. Oh, es war am Ende richtig schlimm. Es war so kalt und nass und wir waren komplett nass. Jetzt ist es im Auto. Langsam kriegen wir wieder Gefühl in den Händen. Und jetzt fahren wir gleich dann wieder nach Hause. 2 Stunden. Also nach Hause. Ja. Also nass waren wir vor allem am Unterkörper. Die Jacken waren nämlich super, die haben heute eine richtige Probe durchgemacht. Vielen Dank an Benny, der uns dazu geraten hat, Benny Moos, und an der Stelle auch ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Das war eine der abenteuerlichsten Sachen, die wir bisher gemacht haben. Als wir rum waren, war da niemand mehr. Wir hatten echt, also ich, oder zumindest ich, hatte ziemlich Angst zwischendurch. Ja, da muss ein falscher Schritt einmal doof umknicken und dann ist das auf einmal richtig, richtig scheiße. Also das war ja, also sehr gefährlich, weil es sehr rutschig war und wenn man abrutscht, geht es direkt tief runter. Wir haben zwischendurch auch mal jemanden die ganze Zeit pfeifen gehört, irgendwoher. Also da war irgendjemand, der Hilfe brauchte. Ja, wir haben geschrien und andere haben auch geschrien, aber keine Ahnung, ob der inzwischen gerettet wurde oder nicht. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Wir sind froh, dass wir es heil überstanden haben, aber es war auf jeden Fall ein Abenteuer.